Oh! Wow! Oh mein Gott! Ein Lava-Tsunami ist ausgebrochen! Oh Mann! Ich muss mich in Sicherheit bringen! Oh Mann! Ich glaube, der wird die ganze Insel überfluten! Ich muss schnell meinem Freund Braxy Bescheid geben, dass ein Lava-Tsunami ausgebrochen ist! Wir müssen uns in Sicherheit bringen, Freunde! Oh Mann, ich hoffe, Braxy ist zu Hause! Wir müssen den schnell warnen! Oh Mann, oh Mann! Oh mein Gott! Ah! Die Lava kommt immer schneller! Ich muss mich beeilen! Oh Mann! Wo ist Braxy? Sein Haus? Hallo? Oh, ich finde sein Haus nicht mehr! Oh! Ja! Ich glaube, ich habe sein Haus endlich gefunden! Oh Mann! Meinte Braxy ist zu Hause, Leute. Lass mal nachschauen. Boah, ich glaube, er ist da. Leute, soll ich anklopfen? Hallo? Braxy, bist du zu Hause? Ach, hi, Lumex. Na? Wie geht's dir? Mir geht's gut. Komm doch rein. Was ist denn los? Warum bist du so aufgebracht? Ja, also, wir haben ein dickes Problem, Mann. Hast du das nicht mitbekommen? Mitbekommen? Nein, du siehst doch, dass ich hier campe. Ja, tolles Haus hast du, aber du musst da ganz schnell raus, denn... Es kommt ein riesen Lava-Tsunami auf uns zu. Eine Lava-Tsunami? Sag mal, geht's dir gut? Ich bin hier eigentlich voll sicher. Mir kann hier nichts passieren. Ja, du hast echt ein tolles Haus, muss ich sagen. So, ja, guck. Zelt und so. Mülltonnen hast du auch. Aber was ist denn das Problem? Ich hab da hinten... Du musst mir glauben, da war ein riesen Tsunami voller Lava. Und der wird die komplette Insel überschwimmen. Hier drüben? Ja. Das glaube ich nicht. Doch, du musst mir glauben... Ich habe da eben noch Lava... Ich könnte schwören, ich habe da Lava gesehen. Also wenn ich was gesehen hätte, dann hätte... Also ich hätte es schon mitbekommen. Du musst Geht's mir vertrauen. Dir wirklich gut? Ich kenne einen Ort, da finden wir vielleicht ein paar Teile, um uns einen Bunker zu bauen. Wir müssen uns einen Bunker oder irgendwas bauen. Einen Bunker bauen? Hast du dir schon mal mein Haus gesehen? Das ist bombenfest. Nein, du bist da nicht sicher. Das ist aus Natürlich. Holz. Das wird alles überschwemmt. Nein, das ist alles sicher hier. Also ich glaube, also nee, ich will nicht. Nein, ich bleib hier. Okay, wie du meinst. Ja. Aber ich werde jetzt gehen. Ja, geh. Okay, wie du meinst. Ich werde nicht mitkommen. Geh. Okay, wie du meinst. Leute, der wird schon sehen, was er davon hat, wenn die Lava kommt. Aber ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Da hinten, da kam die Lava. Ich habe es gesehen mit meinen eigenen Augen. Aber irgendwo da hinten, ich weiß, da war ein verlassener Schrottplatz. Da könnten wir uns ein paar Teile besorgen, um uns einen Bunker zu bauen. Was machen denn die Hütchen da? Leute, ich glaube, wir brauchen auch ein bisschen was zu essen. Ich nehme das einfach mit, aber habe mir echt Sorgen um meinen Freund Braxy, weil, oh Mann, denn sein komplettes Haus wird so überschwemmt werden, Leute. Oh Mann, ansonsten, Leute, da ist schon überall Lava. Oh. Lumi! Oh. Lumi! Aha. Lumex, warte! Braxy! Warte. Du hattest ja recht! Ich habe gesagt, da kommt Lava. Du wolltest mir nicht glauben. Warte, nein, bleib mal stehen. Lass mich in Ruhe. Warte doch mal. Ich habe dir geglaubt. Ich habe nur gesagt, dass es eventuell nicht passieren kann. Aber das Ding ist fast, das Lava ist fast zu meinem Haus. Du musst mir helfen. Dein Haus ist doch so sicher. Ja, es ist doch nicht mehr so sicher. Guck dir das ganze Lava da drüben mal an. Nein, kümmere dich um dich selber. Lumi! Nein, warte doch mal. Guck mal, ich helfe dir auch. Du hilfst mir, ich helfe dir. Ich kann dir ein Brot geben, wenn du magst. Und jetzt geh bitte. Ach nein, das war doch nicht so gemein. Pass doch mal auf. Guck mal. Lass mich jetzt meinen Bunker bauen. Ich baue jetzt meinen Bunker, wo ich sicher bin. Dein Haus ist doch so sicher. Geh doch zu deinem Haus. Dein Bunker? Nee, warte. Ich will auch deinen Bunker mitmachen. Nein, ich will auch deinen Bunker. Nein, du bleibst jetzt erstmal hier stehen, Digga. Hallo, lass mich in Ruhe. Guck mal, es tut mir leid. Ich gebe dir auch ein Schwert, okay? Ein Holzschwert. Komm schon. Ey, nein, nicht ins Lava. Ey, Mann, weißt du, wie lange ich dafür gebraucht habe? Junge, bleib mal stehen. Lass mich in Ruhe, ich werde jetzt meinen Bunker bauen. Ich gehe rein, ich will rein. Warte, wir brauchen doch noch Leitern, sonst kommen wir doch nicht mehr raus. Okay, pass auf, ich habe die Leiter. Okay, du hast die Leiter. Schau, guck, jetzt machen wir hier so Leitern ran und dann können wir hier raus. Boah, und dann machen wir das. Boah, das ist krass. Ey, bau du kurz ein Crafting-Table, weil wir müssen das noch verdichten, weil irgendwie die Bunkertür ist nicht ganz dicht, so wie es aussieht. Wir müssen da noch ein bisschen was zum Rummachen, aber bau du ein Crafting-Table und ich baue hier unten schon mal weiter. Boah, okay, wir müssen uns echt beeilen. Ich glaube, der Lava-Tsunami, der ist schon bald da. Boah, meinst du, Braxy? Ja. Meinst du eigentlich, deinem Haus geht's gut? Ich glaube, mein Haus ist jetzt leider weg. Oh Mann. Hättest du von Anfang an auf mich gehört? Ja, aber ich dachte, das ist sicher, Mann. Ist jetzt egal, sonst vermisse ich mein Haus. Ey, ich habe die Werkbank fertig gemacht für uns. Okay, warte, weil dann, warte. Soll ich unten weiter aufmachen? Wir müssen Stufen machen. Warte, wie macht man Stufen? Warte. Ja, wir müssen unten Gang graben und dann müssen wir schnell solche... Oh, du musst langsam machen, du darfst nicht runterfallen. Okay, ich baue jetzt kurz außen rum, mach die Bunkertür ein bisschen mehr dicht. Okay, ich glaube, das ist schon besser so. Okay, warte mal. Ich habe so Fabriktüren. Fabriktüren? Warte. Geh mal ein Stück beiseite. Okay. Oha, was ist denn das? Yo! Okay, das heißt, wir sind doppelt geschützt. Einmal hier oben und einmal hier unten. Okay. Das
ist sehr gut, weil stell dir mal vor, die Lava kommt hier rein, aber zack, er hat noch eine Tür. Ja, das ist sehr gut. Ich denke dann, aber meinst du, es reicht aus? Ich glaube nicht, dass das so ein riesen Lava-Tsunami standhält. Er kommt immer näher, ich sehe ihn da hinten schon. Ich baue mal weiter unten, ja? Okay, ich leuchte mal unseren Bunker, dass wir auch nachts hierher finden, weil es wird ja auch bald dunkel. Okay, boah, hast du eigentlich irgendwas Wichtiges in deinem... Hallo, oder bist du weit unten? Ich höre dich nicht, Braxy. Braxy! Ja? Hast du irgendwas im Haus vergessen, was wir vielleicht hätten gebrauchen können? Nicht, dass du irgendwas vergessen hast. Ich hab da nichts mehr gehabt. Ich hab meine Sachen... Ich konnte nicht mal meine Sachen packen. Ja, wie du meinst. Ja, dann... Wir müssen so schnell wie es geht hier den Bunker einrichten. Und kannst du vielleicht neue Fackeln machen? Wir haben nicht mehr so viele Fackeln, sonst sehen wir hier unten gar nichts mehr. Ja, hast du Kohle? Nein, aber hier unten müsste doch bestimmt Kohle sein irgendwo. Ansonsten, boah, ich habe hier noch so viele Sachen. Boah, warte, ich habe hier, warte mal, ich habe so einen Laser hier. Ein Laser? Warte mal. Ja. Warte, lass mich das mal, okay, warte. Hier, da? Ich habe Kohle. Und dann, Braxy! Aber du darfst auf... Hallo, Braxy! Hallo, Braxy! Ja? Komm her! Lauf da nicht durch! Lauf da nicht durch! Was ist denn das? Das ist ein Laser. Den darfst du auf keinen Fall berühren. Ich glaube, meinst du, der wird die Lava aufhalten? Nee. Aber vielleicht Zombies oder so, die uns angreifen wollen. Lava-Zombies oder vielleicht. Fremde, die in unseren Bunker eindringen wollen. Ja. Okay, ich baue da jetzt so einen Gang drumrum. So, aber guck, ich werde hier... Guck, machen wir so verstärkte Türen. Jumi, hast du Holz? Schau mal diese Tür an. Alter. Ey, das ist unsere Paniktür. Die müssen wir hier drin platzieren. Hier. Warte. Nein, da gibt es doch viel größere. Du musst mir glauben. Ich habe da in der Truhe noch was gesehen. Ich glaube, da können wir uns was richtig... Okay, warte. Gib mir mal Holz erstmal, bitte. Schnell. Ja, warte. Ich muss Holz holen gehen. Braxy, ich war kurz Holz holen. Komm. Hier. Perfekt. Und weißt du, was da oben in der Truhe war? Da war so eine richtig fette Stahltür. Guck mal. Oh, warte. Die scheint richtig groß zu sein. Warte mal. Ich glaube... Wow, warte. Ich glaube damit... Warte. Was denn? Oh mein Gott. Ich glaube, damit können wir so eine richtig fette Stahlmauer bauen. Guck dir das gleich mal an. Warte, ich helfe dir. So, warte. Wir müssen hier noch ein bisschen reinbauen. Oh, oh. Pass auf. Oh. Oh. Was ist das? Woher? Nein. Wir werden angegriffen. Schnell. Oh mein Gott, wo kommt die her? Schnell. Hey. Wow. Okay, bist du bereit? Ja. Ich zeig dir jetzt was, okay? Mach die Augen zu, okay? Und dann mal drei darfst du aufmachen. 3, 2, warte, warte. Ich muss die Fackel wegmachen. Wow, mach die Augen auf. Braxy. Wow, was ist das denn für eine Tür? Wow. Oh mein Gott. Okay, wir sind hier ja richtig sicher dann. Ja, ich hoffe auch. Ich mache hier noch eine Tür. Wow. So. Hier können wir so einen Notfalllagerraum reinbauen. Guck mal, was ich gemacht habe. Eine doppelte Tür. Aber nein, Braxy, dafür habe ich doch eine Hightech-Tür. Warte. Eine Hightech-Tür? Ja, sowas hier. Schau. Yo, das ist ja krass. Hier, schau dir das an. Boah, okay. Ey, aber ich sag dir ehrlich, wenn ich mir mal schauen, was die Lava draußen macht. Erdbeben, Erdbeben. Hast du es gehört? Oh mein, es hat voll gekracht gerade. Alter. Oh Mann. Ich glaube, es ist bald soweit. Warte mal, können wir nicht Überwachungskameras bauen? Warte mal, vielleicht können wir ja diese Türen und so zerlegen und daraus vielleicht Kameras bauen. Warte mal. Kameras bauen aus Türen? Warte, warte. Ja, Braxy, es hat funktioniert. Lumi, Lumi, ich steck fest. Braxy. Ich krieg die Tür nicht mehr auf. Mach die Tür auf. Oh. Oh, Braxy, Alter. Das kannst du nicht. Alter, hast du mich erschrocken. Schau mal, ich habe Überwachungskameras gebaut. Boah, die müssen wir draußen platzieren, ja, damit wir sehen, ob das Lava kommt. Ja, ja, lass das machen. Komm schnell hoch. Mach die Tür immer zu. Ja, komm. Okay. Oh, es ist dunkel draußen. Oh, warte, warte. Wir müssen uns mal... Ich mach Fackeln. So, wir müssen schnell die... Oh, Braxy! Oh nein! Braxy! Die Lava kommt! Platzier! Oh, oh mein Siehst Gott! Siehst du das? Der Lava-Tsunami kommt immer näher! Platzier die Kamera schnell! Ja, ja, warte, warte! Beeil, ich geb dir Rückendeckung! Warte, geh weg, Zombie! Es ist total heiß hier! Wo ist die Monitor noch verbunden? Alter, geh mal weg jetzt hier! Okay, erste Kamera ist verbunden! Okay, warte, ich mach die nächste! So, nächste Kamera ist auch verbunden! Oh mein Gott, Umi. Auch verbunden, ja. Umi, ich hab ein Problem, ich muss rein. Schnell, er darf nicht rein. Mach jetzt zu, die Bunkertür. Ich hab zugemacht. Nein, die obere musst du zumachen. Komm, schnell rein. Schnell, Braxy. Mach zu. Oh, hast du gesehen, wie nah die Lava schon ist? Ja.
Was, in den Monitor wir einmal reinschauen? Warte, ich schau. Oh, oh. Rexy, es sieht nicht gut in der Kamera aus. Okay. Oh, oh. Rexy, sieht ja gar nicht gut aus. Nein, lass uns hier verstecken, bis Hilfe kommt. Komm rein. Oh, Mann, aber wir haben nicht mal was zu essen. Was sollen wir machen? Ich weiß nicht, wir müssen hier warten, bis uns jemand rettet. Warte mal, hörst du das, wie das blubbert? Oh, oh. Das ist über uns. Oh Mann, Rexy. Warte, schauen die. Okay, unser Bunker ist noch frei, aber überall ist Lava. Unser Bunker wird gleich überschwemmt, Rexy. Was sollen wir nur machen? Wir können eigentlich, weiß ich nicht. Wir müssen noch Kontakt herstellen zu der Außenwelt. Lass uns nur noch eine kleine Treppe nach unten bauen. Ich hab echt Angst, Rexy. Na, wir werden das überleben, Mann. Wir schaffen das schon. Wir sind zusammen. Zusammen schaffen wir alles. Schau mal, ich hab eine Idee. Hä? Hier ist eine Höhle. Hier ist eine Höhle. Vorsichtig. Das auf! Mach zu! Mach zu, mach Rexy. Zu! Mach zu! Oh, warte! Ich hab eine Idee! Ich hab eine Idee! Wir müssen das anders machen. Der Stein wird nicht lange halten. Ich hab eine Idee. Wir machen das so. Warte. Schau, ich hab hier so Tore. Warte. Zack, 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 zack. Und da auch. Okay. Jetzt hast du einen Hebel oder sowas? Ein Hebel? Schau mal. Ich hab keinen Hebel. Und dann können wir die Tür vielleicht aufmachen. Zur Not. Aber wir müssen das zumachen. Ich höre die Lava immer mehr blubbern. Okay, lass mal rausgehen. Oh Mann. Rexy. Wir dürfen da nicht mehr raus. Nein. Ich glaube auch nicht. Soll ich nochmal in die Kamera schauen? Rexy, soll ich wirklich in die Kameras schauen? Bist du dir sicher? Ja, schau, wir sind schon so weit gekommen. Ist alles okay? Oh, Rex. Du sagst nichts mehr. Lass mich reingucken, Rex. Lass mich reingucken. Zeig es mir. Oh, ich sehe es. Der Bunker ist überschwemmt. Was machen wir denn jetzt? Rexy, ich weiß es nicht. Nein, jemand muss uns helfen. Rexy, es gibt keinen Ausweg mehr. Es ist alles überschwemmt. Wir müssen das hier rausschaffen. Ich glaube, es gibt kein Zurück mehr. Nein, sag sowas nicht. Ich glaube, das war das Ende. Dann lass uns das zumachen hier, dass wir wenigstens hier auch irgendwie... Rexy, ich bin keiner guter Dinge. Wirklich nicht. Ich glaube, es sieht nicht gut aus. Lass mich dich umarmen. Wir waren gute Freunde. Lumi! Lumi! Hinter dir dreh dich um! Komm! Rexy. Nein! Ich bin weg! Nein! Geh weg! Er will mich angreifen, Leute! Ich bin doch ein lieber Creeper! Rexy, geh weg von meinem Haus! Oh, Leute! Wow! Oh. Rexy weiß halt nicht, dass ich das bin. Wir müssen ihm irgendwie zeigen, dass wir ein lieber Creeper sind. Oh. Ich hab da vielleicht sogar eine Idee, Leute. Wartet mal, ich besorg schnell etwas. So, da bin ich wieder, Leute. Schaut mal, ich hab jetzt hier eine grüne Schalker-Kiste besorgt. Und ich zeig euch das mal. Schaut mal, was hier alles drin ist. Hier ist jetzt gelbe Wolle drin, eine Axt, Steinziege, Fenster. Und es sollte, denke ich, alles reichen, um Braxy sein Haus zu reparieren. Leute, ich würde sagen, ich werde ihm jetzt diese Schalker-Kiste bringen. Und vielleicht wird Braxy dann endlich mitbekommen oder merken, dass wir ein guter Creeper sind. So, ich nehme jetzt einmal die Schalker-Box und jetzt hoffe ich, dass Braxy uns nicht wieder verhauen wird. Oh Mann, komm schon. Ganz langsam, Leute. Ich bin ein guter Creeper. Braxy, komm schon. Nein, nicht schon wieder. Oh nein, geh weg. Nein. Geh weg. Ich bin ein guter Creeper. Hä? Schalker-Box? Oh mein Gott. Ist das ein lieber Creeper? Ja, ich bin ein guter Creeper. Wenn du ein lieber Creeper bist, dann spring mal zweimal. Oh, er kann mich verstehen. Oh mein Gott. Ich bin hier, um dir zu helfen, Braxy. Er will mir, glaube ich, nur helfen. Komm schon. Wir werden jetzt hier das Glas rausnehmen und ihm zeigen, dass wir ihm helfen wollen. Schau mal, ich möchte ein Haus reparieren. Siehst du das? Ich möchte dir helfen. Ich möchte dir dein Haus helfen zu reparieren. Er hilft mir, mein Haus zu reparieren. Okay, pass auf. Falls du mich hören kannst, bau mal meinen Garten weiter zu Ende. Hier. Okay, Leute, schaut mal. Er gibt uns jetzt ganz viele Steine, um seinen Garten zu reparieren. So, das müsste reichen. Oha. So. Okay, Leute, jetzt werden wir seinen Garten reparieren. Und dann wird er endlich merken, dass wir ein guter Creeper sind. So. Und zack, jetzt bauen wir hier die ganzen Steine wieder hin. Zack. Überall Steine hin. Ist so gut, Braxy. Er kann mich zwar nicht hören, aber... Er muss jetzt endlich merken, dass wir gut sind. Okay, oha. Ein Creeper, der mir hilft. Das muss ich Lumi später... Der wird mir das schon wieder nicht glauben. Alter, ey. Nein, das muss... Ist das nicht gut so? Nein, sie muss doch das... Ja, okay, mach zu. Mach zu. Hier. Ja, gut gemacht. Ja, reicht. Ist okay. 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 Was kann ich dir denn noch für Aufgaben geben? Nein, ich muss erstmal schnell wieder los. Oh. Okay. Leute, ich glaube, das würde fürs Erste erstmal reichen, ne?
Jetzt hat Braxy erst wieder genug Materialien, um sein Haus zu reparieren. Aber was kann ich ihm denn noch Gutes tun? Es tut mir echt leid, dass von anderen Creepern sein Haus kaputt gemacht wurde. Schaut mal, das ist jetzt ganz traurig. Aber ich glaube, mit unseren Blöcken könnt ihr auf jeden Fall das Haus schon mal ein bisschen weiterbauen. Aber ich weiß jetzt nicht, Leute. Schaut mal, ich glaube, die Nacht wird anbrechen und bis dahin wird Braxy das gar nicht schaffen, das Haus fertig zu bauen. Oh Mann. Was ist, wenn irgendwelche Monster kommen und Braxy fertig machen wollen? Wir müssen jetzt irgendwie hier warten, denn falls irgendwelche Monster kommen, müssen wir Braxy ja helfen, Leute. Oh nein! Nein, die Zombies greifen mich an! Leute, die Nacht ist angebrochen. Wo ist mein Creeper? Schaut mal! Das sind richtig viele Zombies! Wir müssen Braxy helfen, Leute, schnell! Der Hilfe! Hilfe! Komm schon! Bam! Oh. Sehr schön, Creeper! Greif dir an, Creeper! Komm direkt nochmal, Leute! Angriff und... Leute, komm schon. Hilfe. Wir müssen Braxy helfen. Bam. Nochmal. Bam. Ich bin ein guter Creeper. Ich helfe dir, Braxy. Warte. Nochmal. Bam. Nochmal. Bam. Boah. Der Creeper hat alle... Creeper, hier hinten. Warte, Creeper. Noch nicht jetzt. Oh, komm schon. Warte. Bam. Bam. Wow, guckt euch das an, Leute. Nochmal, geh weg, Zombie. Bam. Oh, wie cool ist das denn? Nimm das, Baby-Zombie. Oh, Leute. Alter. Ich glaube, wir haben Braxy auf jeden Fall geholfen. Schaut mal. Wir haben zwar die Insel ein bisschen kaputt gemacht, aber dafür haben wir alle Zombies getötet. Ich glaube, den allein sollte er schaffen. Komm schon, du schaffst es, Braxy. Gib's ihm. Komm schon. Du schaffst es, Braxy. Ja. Du hast mir geholfen. Dafür kriegst du das hier. Leute, er hat mir ein bisschen Fleisch gegeben. Wie süß. Okay. Ich glaube, Leute, wir gehen jetzt erstmal wieder. Schnell. Tschüss, Creeper. Bis morgen. Oh, Mann. Leute, das haben wir doch erfolgreich gemeistert. Okay. Ich glaube, ich werde mich jetzt auch erstmal schlafen legen. Weil das Ganze ist echt schon ziemlich anstrengend. Ich würde sagen... Wir sehen uns morgen, Freunde. Tschüss. Leute, der nächste Tag hat begonnen. Oh, lass mal schnell nachschauen, ob Braxy schon wach ist. Oh, okay. Komm schon. Hi, Creeper. Guten Morgen, bist du der gute Creeper? Braxy. Ja. Creeper, ich gehe ganz kurz zum Dorf da hinten, okay? Weil ich möchte was gucken. Falls du das verstanden hast, spring mal zweimal. Oh, Leute, wir sollen springen. Zack. Zack. Ja, jetzt verstanden. Okay, bleib einfach hier. Ich bin gleich wieder da. Ich wollte nämlich gucken, ob die mir Diamanten verkaufen. Oh, Leute, Braxy braucht also Diamanten. Vielleicht kann ich ihm ja dabei helfen. Er hat zwar gesagt, wir sollen hier warten, aber ich glaube, wir laufen Braxy einfach mal heimlich hinterher. Vielleicht können wir ihm ja helfen bei seiner Suche auf Diamanten. Wo läuft er denn da lang? Was? Oh mein Gott, was macht er denn da? Oh Mann, Leute, wo läuft Braxy denn da lang? Oh, wir müssen dranbleiben. Schnell. Oh. Braxy ist ganz schön schnell unterwegs, Leute. Oh, wo läuft Braxy denn lang? Oh, da vorne ist ein Dorf, Leute. Schaut mal. Er will zum Dorf laufen. Oh. Hallo, Dorfbewohner. Ist hier jemand? Hallo? Oh, hier ist einer. Na, 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 na. Oh, Leute, schaut mal. Braxy springt da rum. Er sucht irgendeinen Dorfbewohner. Ach, hier. Hallo, Dorfbewohner. Wie viel brauchst du? 50? So viel habe ich aber nicht. Könnt ihr das viel... Na, könnt ihr vielleicht 30 draus machen? Nein? Oh Mann, ich bin traurig. Oh, Braxy kommt, Leute. Mann, wie soll ich denn 50 Emirates kriegen? Oh nein, Leute, Braxy ist richtig traurig. Der Dorfbewohner wollte ihm keine Diamanten verkaufen. Der wollte irgendwie 50 Emirates, hat er gesagt. Oh, so viel hat Braxy nicht, das weiß ich. Vielleicht kann ich ihm ja dabei helfen. Wie wär's, Leute? Wenn ich als böser Creeper durch das Dorf renne und den Creepern ihr ganzes Dorf kaputt mache, vielleicht geben uns sie dann dafür Emeralds, weil ich werde sagen, entweder ihr gebt mir die Emeralds oder ich mache das komplette Dorf kaputt. Ich würde sagen, nichts wie los, Leute. Ich komme, Dorfbewohner. Bam, bam, haha. Nehmt das. Hier. Weg mit eurem Dorf. Guckt euch das an, Leute. Wir machen alles kaputt. Nimmt das. So. Na, wie ist das?
ihr doofen Dorfbewohner. Entweder ihr gebt mir jetzt 50 Emeralds oder ich werde euer komplettes Dorf vernichten. So, ja. Besser ist das. Danke für die 50 Emeralds. Tschüss. Okay, Leute. Ich habe jetzt mit dem Chef, mit dem Bürgermeister vom Dorf verhandelt. Wir haben jetzt 50 Emeralds bekommen. Und ja, deren Dorf ist zwar jetzt ein bisschen kaputt, aber die haben Braxy auch einen richtig unfairen Preis gemacht. 50 Emeralds für einen Diamantenblock. Das ist echt viel. Aber wenn mir Braxy jetzt die 50 Emeralds bringt, würde er sich bestimmt freuen. So, schaut mal. Da drüben ist Braxys Haus. Ich hoffe, er ist zu Hause. Weil ich glaube, wenn mir ihm die 50 Emeralds geben, wird er sich bestimmt freuen. Oder vielleicht, ich glaube, er ist gar nicht zu Hause. Ich werde es ihm einfach heimlich in eine Truhe reinmachen. Und dann, wenn er die Truhe aufmacht, dann wird er sehen, dass da ganz viele Emeralds drin sind. Okay. Oh, okay, Leute. Ich würde sagen, wir schleichen uns schnell in Braxys Haus rein. Okay. Nein, Braxy ist da unten, Leute. Wir machen das schnell hier rein. So, komm. Einmal Emeralds rein, mache alles voll. Zack, komm schon. Okay. Okay, und jetzt schnell raus, Leute. Wow, schnell weg. Okay, wir verstecken uns jetzt hier. Mal schauen, wann Braxy wiederkommt. So, wir müssen jetzt das ganze Holz rein... Hä? Wieso ist meine Tür auf? Ich hab sie doch zugemacht. Vergessen, die Tür zuzumachen, Leute. Hallo? Lumi, bist du hier? Nein. Lumi? Hä? Oh! Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ich habe so viele Emeralds gekriegt. Oh mein Gott. Damit kann ich mir jetzt Diamanten kaufen oder eintauschen. Oh, wer hat die mir hier reingebracht? Ich glaube, Leute, Braxy freut sich über seine Emeralds. Hm, okay, ich würde sagen, wir laufen jetzt als Creeper ganz normal hier entlang. Vielleicht wird Braxy uns ja bemerken. Kommt. Na, ich bin nur ein Creeper. Ey, hä? Der Creeper ist hier? Creeper? Ja. Bist du der liebe Creeper oder der böse Creeper? Nein, ich bin gut. Das ist der gute Creeper. Hast du mir... Warte mal. Hast du mir die vorbeigebracht? Ja. Dann spring. Oh mein Gott, danke schön. Komm, eine Umarmung. Oh, danke schön. Er will mich umarmen, Leute. Wo hast du die denn hergekriegt? Oh, das sagen wir lieber nicht, wie wir die Emeralds bekommen haben. Aber ich muss auch wieder los, Braxy. Hm, schnell weg. Oh, ich glaube, wenn Braxy sehen würde, dass wir das Dorf kaputt gemacht haben, würde er sich nicht so freuen. Aber wo will Braxy denn jetzt hin? Ich glaube, er will die Diamanten eintauschen. Kommt, Leute, schnell, hinterher. Ich hoffe, Braxy passiert nichts auf dem Weg dahin. La 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 la. Ich habe Diamanten gleich. Oh nein. Was ist denn hier passiert? Was ist das denn? Leute, wir müssen Braxy helfen, da ist irgendein Mutanten-Zombie. Schnell! Geh weg! Bam! Oh, ich komm dir helfen, Braxy, warte! Hilfe. Nimm das! Komm schon, geh weg, du Zombie! Oh, Leute, wo kommt denn der Mutanten-Zombie her? Schnell, wir müssen Braxy helfen, er schafft das nicht. Hilfe! Ich helf dir, Braxy, warte! Nimm das! Bam! Bam! Oh. Sehr schön, Creeper, zerstör ihn! Komm her, na warte! Ja, nimm das! Nimm das! Nimm das! Oh, oh! Oh, ja! Er liegt erstmal! Okay, schnell zu Braxy! Braxy, wo bist du? Braxy! Oh nein! Oh nein, ein Creeper! Nein, nein, nein! Nein, ich bin's! Ist doch Braxy, ich bin der gute Creeper! Ich bin's! Ach, das ist der gute Creeper! Ja! Du hast mir die ganze Zeit geholfen? Ja! Ich bin's! Ich hab den Zombie, glaube ich, besiegt! Hoffe ich zumindest! Oh nein, der hat das ganze Dorf zerstört! Ich krieg jetzt keine Diamanten mehr! Was? Hallo? Nein. Krieg ich Diamanten? Ich hab... Nein! Aber ich hab... Mann... Oh nein, Leute. Ich habe wieder keine Diamanten. Braxy bekommt die Diamanten nicht. Ich glaube, die Dorfbewohner haben kein Geld mehr für Diamanten, weil das Dorf kaputt gegangen ist. Oh nein, was soll ich jetzt nur machen? Braxy ist richtig traurig. Guckt euch das an. Oh Mann, wir müssen Braxy irgendwie helfen. Oh Mann, Leute. Ich hätte das anders machen sollen. Wir hätten nicht das Dorf zerstören müssen. Oh, ich will Braxy doch nur helfen. Hm, wartet. Ich lasse mir was einfallen, Leute. Oh, Leute, was macht Braxy da? Oh, lass mal zu ihm hingehen. Wir müssen ihm jetzt noch irgendwie helfen. Oh, komm schon, Braxy. Was macht ihr denn da? Braxy, ich bin hier. Hallo, ich bin da. Creeper, ich bin traurig. Nein, warum bist du denn traurig, Braxy? Ich habe keine Diamanten gekriegt und jetzt wollte ich Diamanten holen, aber ich habe keine Eisenspitzhacke. Ich gehe nach Hause. Tschüss, Creeper. Oh Mann, Leute, Braxy. Der wollte sich jetzt selber Diamanten holen, in eine dunkle Höhle gehen.
Aber er hat keine Spitzhacke. Hm. Wisst ihr was? Wie wär's, wenn ich ihm einfach eine Spitzhacke besorge, damit er seine eigenen Diamanten sich besorgen kann? Hm. Aber das ist eine gute Idee. Wir müssen nur irgendwie an Eisen rankommen. Hm. Okay. Oh. Leute, schaut mal Braxy so um. Ich glaube, der ist echt traurig. Okay. Hm. Wir müssen jetzt irgendwie Eisen finden. Hm. Ich gehe nochmal in das Dorf. Da muss bestimmt noch irgendwo Eisen rumliegen. Oh. Ich bin jetzt wieder im Dorf, Leute. Ich hoffe, ich finde hier noch irgendwo Eisen. Komm schon. Irgendwo muss doch noch Eisen sein. Hm. Das komplette Dorf ist echt komplett verwüstet. Guckt euch das an. Hm. Hm. Wartet. Wir müssen da irgendwie reinkommen. Wartet. 3, 2, 1. Boom. Oh. Okay. Ah. Oh. Wartet. Da ist noch eine Kiste, Leute. Vielleicht ist da noch was drin. Oh. Ja. Hier ist noch Brot und ganz viel Eisen. Oh. Ich glaube, damit sollten wir Braxy eine Spitzhacke machen können. Okay, das ist sehr gut. Dann machen wir uns schnell eine Eisenspitzhacke. Und dann bringen wir die Braxy. Und dann sollte er damit eigentlich Diamanten farmen können. So, komm schon. Wir machen jetzt eine Spitzhacke für Braxy, Leute. Und zack, da ist die Eisenspitzhacke. Okay, jetzt schnell zu Braxy. Wir müssen ihm die Spitzhacke geben, Leute. Oh, ich hoffe, Braxy ist zu Hause. Hm. Oh, ich... Das scheint leer zu sein. Hm, Braxy scheint nicht da zu sein. Warte, Leute, ich lasse einen lauten Knall und dann kommt Braxy bestimmt. Achtung und bam! Oh nein! Oh nein, nicht noch schon wieder ein Creeper. Nein, ich bin's. Nein, ich bin's. Nein, ich bin's. Creeper. Nein, ich bin's doch. Oh, das, ich wollte doch nur zeigen, dass ich da bin. Oh nein, ich schon bin's. Wieder. Nein. Nein, Braxy, ich bin's. Kaputt. Schau doch mal. Hier, ich bin's. Ich geb dir Brot. Der liebe Creeper. Ah, warum hast du alles kaputt gemacht, Creeper? Ich wollte doch nur zeigen, dass ich da bin. Wir müssen mir jetzt die Spitzhacke geben. Schau mal, was ich habe. Hier. Oh, du hast mir die Spitzhacke besorgt, damit ich gleich Diamanten farmen gehe? Ja. Das mache ich sofort, juhu. Oh, aber wir müssen noch Braxy helfen. Wir müssen ganz allein in die dunkle Höhle rein. Nein, das können wir nicht zulassen, Leute. Schnell hinterher. Oh, warte doch, Braxy, warte doch. Oh, was macht er denn da? Ah, Leute, ich glaube... Hm, wir machen das lieber heimlich. Oh, Braxy will jetzt echt in die dunkle Höhle rein, Leute. Das gibt's doch nicht. Oh, komm schon. Da warten bestimmt so viele Monster auf ihn. Da, oh, ein Creeper! Ein Creeper! Leute, schnell! Ah. Ich helfe dir, Braxy! Bam! Ja! Danke, Creeper! Ja! Komm mit, Creeper! Da, na, 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 na. Wo sind die Diamanten? Ich brauch Diamanten, mein Haustier ist ein Creeper. Leute. Ich brauch dir. Oh, oh nein, wir müssen Braxy helfen. Ein Skelett, schnell, unsere Chance, Leute, nimm das. Oh Leute, wo ist Braxy denn jetzt? Er sieht doch gar nichts hier im Dunkeln. Creeper, hilf mir. Leute, geh in die Luft. Wir machen ein bisschen Licht. So, jetzt schnell zu Braxy, er braucht Hilfe. Nimm das. Versteck dich am besten hier, ich geh erstmal Braxy schnell Hallo sagen, okay? Bis gleich. Oh, bis gleich. Oh, ich hoffe, Braxy wird das Ganze nicht merken heute. Ihr dürft ihm das auf keinen Fall verraten. Ha, Braxy, da bist du ja. Oh, hi, Lumi. Ich kann's kaum erwarten. Ja, Entschuldigung, es hat kurz länger gedauert. Ich musste noch meine Hühner füttern. Hm, genau. Deine Hühner füttern? Du hast doch gar keine Hühner. Doch. Aber das ist auch egal. Bist du bereit für die heutige Bau-Challenge? Ich bin sowas von bereit. Oh, okay, dann schau mal hier. Ich habe hier schon was vorbereitet. Und zwar sind hier heute ganz viele verschiedene Themen drin, die wir bauen müssen. Ich würde sagen, du musst einfach auf die Druckplatte draufspringen und dann wird auch schon entschieden, was wir bauen müssen. Okay. Und? Was ist das Erste? Sag schon, sag schon. Oh. Oh, eine Rutsche bauen. Was? Nein. Wirklich eine Rutsche? Wie cool. Okay, dann würde ich sagen, haben wir ab sofort schnell 10 Minuten Zeit, eine Rutsche zu bauen. Los geht's. Okay, los. Okay.
Oh, oh, Jimmy, Jimmy, die Luft ist rein. Du darfst herkommen. Schnell, schnell, schnell. Oh, na endlich. Mir war voll langweilig. Also, wir müssen als allererstes eine Rutsche bauen. Das kannst du doch besonders gut, oder? Oh ja, und weißt du, wie wir die bauen? Die machen wir mit Blau. Ah, genau, damit's auch nicht auffällt. Okay, pass auf. Dann, du bist ja heute mein kleiner Pro-Builder. Du musst mir beim Bauen helfen. Also, was schlägst du vor? Wie werden wir anfangen? Wir fangen erstmal damit an, dass wir hier so ein kleines Fundament machen. Dann gehen wir hier ein bisschen hoch und machen hier Wasser hin. Das wird eine Wasserrutsche. Okay, aber beeile dich, wir haben nur 10 Minuten. Natürlich werde ich Braxy auch ablenken mit unseren coolen Zauberstäben. Oh. Schau mal, ich habe hier richtig coole Fähigkeiten. Zum Beispiel kann ich einfach so einen riesigen Felsbrocken rollen lassen. Das ist gefährlich, Lumi. Ich hätte mich auch verletzen können. Ja, das werde ich gleich bei Braxy ausprobieren. Okay, dann würde ich sagen, fang du mal an mit Bauen. Und ich mache mich jetzt einfach mal unsichtbar. Und guck mal, was Braxy macht. Einverstanden? Bis gleich. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir einmal unseren Zauberstab. Denn mit dem können wir uns nämlich auch unsichtbar machen. Seid ihr bereit? 3, 2, 1 und zack. Okay, schau mal. Jimmy, siehst du mich? Ich bin einfach unsichtbar. Schau mal. Wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht. Guck mal, ich bin hier. Na, jetzt sehe ich dich. Oh, okay, ich werde jetzt schnell auf Braxys Seite gehen und mal lunzen, was er baut, okay? Dann schauen wir mal, was Braxy so Schönes baut. Und nein, Freunde, guck mal, der baut auch eine Rutsche. Und die sieht gar nicht mal so schlecht aus. Oh nein. Oh, ich werde so eine coole Rutsche bauen. Ich weiß zwar nicht, was Lumi bauen wird, aber meins wird viel cooler sein. Hä? Er sagt, dass seine cooler aussehen wird als meine. Da hat er nicht mit Jimmy gerechnet. Der ist ein richtiger Profibauer. Wir werden Braxy jetzt erstmal eine Lektion dafür erteilen. Mal schauen, welche Superkraft nehmen wir als erstes? Was haltet ihr davon? Damit können wir einfach einen Meteoriten erzeugen. Ich glaube, damit können wir ihm Angst einjagen. Seid ihr bereit? 3, 2, 1 und... Oh. 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 Hä? Was war das denn? Oh nein, ich glaube, ein Meteorit ist runtergefallen. Der wird alles von mir zerstören. Oh, es hat funktioniert. Oh mein Gott, es ist richtig viel kaputt gegangen. Direkt nochmal. Oh. 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 Hä? Oh Mann, ey, das... Oh Mann, Lumi. Oh, oh nein, 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 wir müssen schnell zurück, sofort, sofort. Oh, oh, Jimmy, 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 Braxy will rüberkommen. Du musst dich sofort verstecken, bau dich in der Erde ein, schnell, schnell, schnell. Nein, 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 ich komm runter so, ich bin weg, tschüss. Okay, 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 ja, Braxy, ey, stopp nicht schummeln, du darfst nicht gucken, hallo. Der ist ja gut, bei mir fallen die ganze Zeit Meteoriten runter und machen alles kaputt. Warte, ich höre gerade ganz schlecht, Meteor, was? Meteoriten fallen runter auf meiner Seite. Meteoriten. Braxy, ich glaube, du schummelst, du lügst nur, weil du mehr Zeit haben möchtest. Bei mir kommen auch keine Meteoriten, also geh weiterbauen. Irgendwas hat mich runtergeschubst und die Meteoriten und meine Rutsche war auch kaputt. Nein, ich glaube dir kein Wort. Ich komme jetzt. 3, 2, 1, Sprung! Wir müssen natürlich so tun, als hätten wir noch nichts gesehen, hört ihr? Braxy, damit habe ich ja echt gar nicht gerechnet. Was hast du denn da gebaut? Also, das sieht aber nicht wie so, also, ich meine ja, wie kommt man denn überhaupt hier hoch, Braxy? Und außerdem kann man auch hier runterfallen. Hier, guck mal hier, nein, hier drüben, guck. Für kleine Kinder geht man hier hoch. Aber so eine Leiter ist doch viel zu gefährlich für kleine Kinder. Und das ist außerdem auch voll anstrengend, immer hochzuklettern. Hä, das stimmt doch gar nicht. Das ist für die Kinder hier. Und hier drüben ist es für die Erwachsenen. Da muss man hier so hochgehen. Aber da kann man ja einfach hier so runterfallen. Wenn du meinst, bin ich mal gespannt, wie deine aussieht. Ja, also... Okay, ich werde jetzt nochmal kurz pranken. Passt auf. Braxy, sag mal, was ist das da unten da? Also da, was ist das da ganz unten, ne? Wo denn? Oh, oh, jetzt, Leute, jetzt. Braxy, da ist was eingeschlagen. Nein, nicht schon wieder. Ich sag dir doch, ich fall Meteoriten runter. Was? Oh nein, es brennt alles. Geh weg, geh weg, geh weg. Meine Rutsche, nein. Oh, Braxy, deine Rutsche ist echt Müll. Komm, schau dir lieber mal meine Rutsche an. Die ist um einiges besser als deine. Oh, bin ich mal gespannt. Und bist du bereit?
3, 2, 1, tada! Boah, das sieht ja voll cool aus. Ja, das habe ich ganz allein gebaut, Braxy. Hä, aber Lumi, ja? Man kann hier doch runterfallen. Hä, bist du... Hä, was erzählst du? Kann man gar nicht, wenn man hier ganz normal hochläuft. Was? Hä? Und was ist, wenn ich hier hochgehe und dann hier so runterfall? Au, ja, guck. Dann bist du selber schuld. Hör auf, irgendwelche Fehler zu suchen, wo es keine gibt. Schau dir einfach die Rutsche an. Hier kann ich doch auch runterfallen, guck. Hä? Nein! Siehst du, du kannst hier einfach runterrutschen. Wow! Es funktioniert alles. Du erzählst Müll, Braxy. Die Rutsche ist um Welten besser als deine. Guck mal alleine, was ich für ein cooles Becken hier unten gebaut habe. Okay, ich muss sagen, du hast dir ein bisschen mehr Mühe gegeben. Ja, also würdest du... Hä? Ich hatte Schwierigkeiten... Hä? Hat jemand gehustet? Hä, schon wieder, guck? Nein, das war bestimmt ein Vogel oder so. Ist doch egal. Die erste Runde habe ich auf jeden Fall gewonnen, findest du nicht? Okay, die erste Runde geht an dich. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt... Oh, okay, warte, stopp. Leute, das war richtig knapp. Jimmy hat einfach gehustet. Es wäre fast alles aufgeflogen. Wir gucken jetzt mal, was der Dropper als nächstes gibt. Und Sprung! Und was hast du, sag schon, was müssen wir bauen? Oh... Wir sollen einen Heißluftballon bauen. Zeig, das will ich sehen. Ein Heißluftballon? Tatsächlich. Sowas mussten wir noch nie bauen, Braxy. Das wird gar nicht mal so einfach in 5 Minuten. Doch, ich schaff das. Das werden wir ja sehen. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß. Okay. Jimmy, die Luft ist rein. Komm sofort raus da. Ich bin hier drüben. Wo bist du? Komm raus. Ja. Du Dummkopf. Du sollst aufhören rumzuspielen. Wir sind fast aufgeflogen, weil du so oft genießt hast und gekichert hast. Ich will nicht da unten in das Dreck rein. Das ist voll gruselig und da sind so blöde Würmer. Hör mir zu. Ich habe Braxy eine letzte Chance gegeben. Wir müssen jetzt innerhalb von 5 Minuten einen Heißluftballon bauen. Meinst du, du kriegst das hin? Na klar. Gib mir 2 Sekunden. Okay. Ich mach den Pool weg. Warte. Zack. Okay. Ich habe alles weggemacht. Jimmy, was schlägst du vor? Wie willst du den Heißluftballon bauen? Also erstmal müssen wir ein bisschen in der Luft bauen. Danach machen wir den Korb. Und in den Korb machen wir dann ein Lagerfeuer, dass das der Rauch ist. Boah, Jimmy hat einfach die besten Ideen. Er ist wirklich ein richtiger Profibauer. Okay. Also nicht der Bauer. Ein Bauer, der Sachen baut, weißt du? Na klar. Okay, Jimmy, meinst du, wir können Braxy nochmal pranken? Ich habe noch ein paar coole Fähigkeiten. Zum Beispiel kann ich so einen richtig coolen Tornado machen, der alles bringt. Nein, nicht hier. Boah, das war richtig knapp. Ich mach das bei Braxy, in Ordnung? Okay, mach das bei ihm. Ich baue so lange weiter. Okay, mach das, Jimmy. Okay, das wird richtig lustig. Wir haben hier nur 5 Minuten Zeit. Das wird richtig spannend. Dann gucken wir doch mal, was Braxy macht. Aber erst müssen wir uns natürlich wieder unsichtbar machen. Und zack. Okay, ich bin wieder unsichtbar. Dann gucken wir mal, was Braxy baut. Was macht der da? So, ich mache einen richtig coolen Heißluftballon. Den größten auf der ganzen Welt. Er kann das auf gar keinen Fall toppen. Das wird so cool. Oh, das werden wir sehen. Oh, der baut aus Stroh. Das ist perfekt. Das wird alles weggeweht von meinem Tornado. Okay, dann würde ich sagen, machen wir uns mal bereit für einen richtig coolen Tornado, der alles wegboostet. Oh nein! Nein, ein Tornado hat mein... Oh Mann, das ist voll unfair! Leute, der Tornado hat sein komplettes Heißluftballongehäuse weggepustet. Warte, Lumi. Warte, er will zu mir kommen. Oh nein, 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 wir müssen Jimmy warnen. Jimmy, schnell versteck dich. Sofort unter die Erde. Braxy will kommen. Warum? Sofort versteck dich. Hallo, Lumi, komm sofort her. Ja, Braxy, was gibt's denn? Ich hatte einen Tornado, hattest du auch einen? Ja, diesmal muss ich dir recht geben. Das war so ein riesiger Tornado, der hat auch bei mir alles weggeweht, weißt du? Mann, ich hab nicht mehr so viel Zeit. Okay, tschüss. Ja, noch 2 Minuten. Okay. 2 Minuten noch. Jimmy, komm sofort raus. Du darfst auf keinen Fall Zeit verlieren. Nur noch 2 Minuten. Ah, Mann.
einmal muss ich da runter. Warte, du wolltest noch ein Lagerfeuer haben. Warte, ich gebe dir eins. Mhm. Hier, ich mach das hier unten hin. Zack, okay. Nein, nicht da. Oh, Mann. Ja, ich weiß doch nicht, du bist der Profi von uns beiden. Ja, mach, wie du willst. Hauptsache, du machst irgendwas. Ich habe uns ein bisschen Zeit verschafft. Braxy, sein Luftballon wurde einfach von einem Tornado weggeweht. Hat er verdient. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir Jimmy mal noch kurz bauen. Und dann hoffentlich gewinnen wir auch das Ganze. Das hat heute richtig Spaß gemacht, einfach die ganze Zeit zu cheaten mit meinem kleinen Bruder. Boah, er kann wirklich richtig gut bauen. Wenn ihr das auch so seht, dann lasst jetzt mal ein Abo da. Das würde mich richtig freuen. Aber okay, ich würde sagen, ich setze mich jetzt kurz hin und warte mal, bis mein kleiner Bruder fertig ist. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Lumi, der Wecker klingelt! Was? Warte mal, sind die 5 Minuten etwa schon um? Na klar, und guck mal, weißt du, was wir als Überraschung machen? Wir machen eine Explosion! Nein, natürlich nicht! Nein, das finde ich so gut, aber ich muss sagen, du hast so krass gebaut! Das ist der krasseste Heißluftballon, den ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe! Und das Ganze vor allem auch nur in 5 Minuten, Jimmy! Na klar! Was, stell dir mal vor, das wäre eine Stunde gewesen! Oh, das kann Braxy nicht toppen. Ja, Braxy, apropos, die 5 Minuten sind um. Bist du denn schon fertig? Ich bin fertig. Okay, dann würde ich sagen, Jimmy, versteck dich schnell, okay? Versteck dich. Da unten. Okay, hast du gut gemacht. Braxy, ich komme jetzt rüber, einverstanden, ne? Komm. 3, 2, 1. Natürlich tu mir wieder so, als hätten wir nichts gesehen. Okay. Tada, ich bin drüben. Da bist du ja. Das ist mein Luftballon. Aber nicht vergessen, ich hatte ja einen Tornado, ne? Braxy, also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist sehr speziell. Also, ich verstehe nicht, warum du hier einen Steinboden hingemacht hast. Ach, das war wegen dem Tornado, damit das nicht nochmal passiert. Schon vergessen, oder so? Und ist es nicht ein bisschen gefährlich, wenn hier so Feuer brennt und du hier dann so, so Weizenblöcke hast? Die können doch anbrennen. Und denn je leichter dein Heißluftballon ist, desto höher fliegt er. Und es Heißluftballons sind ja auch in einem Korb. Die haben ja nicht wirklich Holz oder so darunter, sondern es ist ein Korb. Ich find's cool, du hast so Seile benutzt. Das ist richtig cool. Ja, Braxy, also ich muss sagen, du hast das schon ganz cool gemacht. Aber ich glaube, meiner ist trotzdem ein bisschen besser als deiner. Das werden wir ja sehen. Ja, aber erstmal werden wir Seil wieder kaputt machen mit einem Meteoriten. Und... Boom! Hä? Oh nein, nicht schon Braxy. Wieder, Mann, mein Heißluftballon. Hier platzen wieder ganz viele Meteoriten. Ich glaube hier... Braxy, das tut mir richtig leid für dich. Du hattest recht, da kommen ja wirklich Meteoriten. Aber jetzt muss ich dir einen Punkt abziehen, weil dein Luftballon kaputt ist. Das ist unfair, du hast das doch gesehen. Ja, aber lass uns jetzt lieber mal meinen Heißluftballon angucken. Der ist nämlich sowieso viel besser, Braxy. Okay, komm. Okay, schau ihn dir an in 3, 2, 1, tada! Jimmy, sei leise! Wir haben doch gewonnen! Psst. Braxy, genau, das ist mein Heißluftballon. Du siehst, er schwebt in der Luft, er hat einen coolen Antrieb. Man hat hier eine schöne Fläche, in der man sich hinstellen kann und den Aussicht genießen kann. Ein Heißluftballon aus Holz? Wie soll denn ein Holz-Luftballon? Das sind doch immer Seile. Ja, was haben wir gewonnen? Psst. Es ist egal. Es sieht viel besser aus als deiner. Und warum ist der... Ist dein Heißluftballon eigentlich in Orange? Sei leise, Jimmy. Der ist orange, weil... blau. Blau ist... ich wollte diesmal nicht mit blau bauen. Verstehst du, Braxy? Hä, du würdest niemals mit orange bauen. Lumi, willst du mir vielleicht was erzählen? Ich dir was? Also, außer dass ich gewonnen habe, meinst du, ja? Ja, und immer als du drüben warst, ist bei mir was Schlimmes passiert.
Nö. Braxi, ich glaube, ich muss jetzt auch Tommy gehen. Tommy? Nein. Oh, Leute. Ich bin jetzt gleich am Fußballplatz angekommen. Oh nein, die warten alle schon. Oh Mann. Oh, hi Braxi, was geht? Oh, Lumi, komm jetzt endlich. Wir warten alle auf dich. Ich will dich nämlich herausfordern. Ja, aber Braxi, du weißt doch, ich bin der bessere Fußballspieler. Das werden wir doch sehen. Komm mit. Und ihr guckt für heute zu oder was macht ihr hier? Ich feuer Braxi an. Braxi. Warum wollt ihr Braxi an? Anna, wir sind doch, aber, also, Ja, aber er hat voll viel trainiert und ich bin für den Gewinner. Ich finde Gelb richtig cool. Okay. Ja, Jimmy, dass du dich nicht für deinen großen Bruder freust und mich nicht anfeuerst, war mir schon klar. Aber dass Hannah jetzt auch Braxi anfeuert, Leute, was mache ich jetzt? Ich darf das auf keinen Fall verlieren. Oh Mann. Braxi, bist du denn überhaupt bereit? Also hast du überhaupt trainiert? Wenn du willst, wir können auch absagen und machen das einfach demnächst irgendwann. Oh, was für Absagen? Wir fangen jetzt an. Los, Lumi, du darfst sogar anfangen. Oh nein, Leute, ich habe echt Angst, dass ich das nicht schaffe. Braxi! Braxi! Los, Braxi! Mann, ihr seid die Besten, danke! Leute, ich werde Braxi sowas von fertig machen. Weißt du was, Braxi? Ich bin bereit. Ich lauf los. 3, 2, 1 und los geht's. Anstoß. Komm schon. Ausgeribbelt. Nein. Und hier durch. Oh nein. Und nochmal da durch. Nein. Und zack. Los, Braxi. Nein, warte mal. Das schaffst du niemals. Ja, Braxi, let's go. Nein. Ich bin ein. Da rein. Ich hab den Ball, du kommst hier nicht weit. Ja, Braxi! Er hat mich getunnelt. Braxi mit Tunnel ist unfair. Wir haben nicht gesagt, dass wir mit Tunnel spielen. Ja, Tor ist Tor. Mann, kommt uns durchdrücken, Freunde. Yippie. Okay, guck, 1-0 für mich. Ja, das war erstmal der erste Punkt, das erste Tor. Das heißt noch gar nichts, Leute. Es geht weiter. 3, 2, 1. Ey, du bist früher losgelaufen. Braxi schummelt. Ha, das wirst du zurückbekommen. Foul. Lumi hat einen Foul gemacht. Das stimmt nicht mal. Ich werde jetzt hier ins Ziel. Ja, komm schon. Und ey, was? Braxi, nein. Ich werde jetzt ein Tor schießen. Jetzt schieß ich ein Tor. Zack, Tor für Lumi. Das zählt nicht. Hanna, sag was. Das ist faul. Warte mal. Hanna, jubel doch, Hanna. Ich habe auch ein Tor geschossen. Warum freut ihr euch nicht für mich? Weil du gefoult hast. Ich hab und nicht. Und das darf man nicht. Wo hab ich denn gefoult? Du hast mich festgehalten, Lumi. Guck, hier drüben hast du mich festgehalten. Genau. Die stellen sich und alle gegen mich. Was soll ich jetzt nur machen? Leute, ich hab Angst vor der letzten Runde. Das ist die Entscheidungsrunde. Wer jetzt gewinnt, der hat die Fußballrunde gewonnen. Ich werde mir jetzt einfach ganz toll wünschen, dass Braxi sich verletzt. Er soll stolpern und sich und sein Bein soll wegknicken. Er soll hinfliegen. Dann kann ich ein Tor schießen. Ich werde mir das jetzt einfach wünschen. Bitte, wenn mich jemand hört, irgendein Engel oder irgendjemand. Bitte. Ich muss das gewinnen. Bitte. Okay. Braxi, bist du bereit für die nächste Runde? Ha? Ich bin bereit. Los, komm schon. Okay. 3, 2, 1. Angriff. Ja. Und zack. Braxi. Ja, jetzt kann ich ins Ziel laufen. Jetzt werde ich ein Tor schießen. Zack. Lumi. Lumi. Wow. Ich habe nämlich jetzt gewonnen. Jetzt bin ich der Fußballstar. Siehst du? Freut ihr euch für mich? Na klar. Ich habe sogar Chili der Pompons. Ja.
Oh, das ist ja richtig nett von dir, Hanna. Oh, Leute, aber echt merkwürdig. Ich habe mir gewünscht, dass Braxy stolpert und es ist wirklich passiert. Naja, vielleicht war das auch nur Zufall. Jedenfalls bin ich jetzt der neue Superstar. Ihr habt doch hoffentlich gefilmt, dass wir das in der ganzen Schule zeigen können, oder? Mhm, ich hab gefilmt. Und Braxy soll jetzt den Rasen verlassen. Das ist dein Rasen. Genau. Mein Fuß tut so weh. Geh woanders rein, du Verlierer! Was finde du, Noob? Oh nein, Leute, das ist echt ein bisschen zu hart, dass sie jetzt auch noch so gemein zu ihm sind. Ja, wir müssen ja jetzt nicht gemein zu Braxy sein. Er kann ja trotzdem unser Freund bleiben. Aber ich habe halt gewonnen jetzt. Das heißt, ich bin der neue Fußballstar. Aber Braxy ist doch trotzdem unser Freund, oder nicht? Er war zu schlecht für uns. Ja, aber er ist ganz nett. Aber du bist viel, viel besser. Aha. Okay. Ja, dann wir treffen uns dann später, würde ich sagen. Und vergesst den Mathe-Test morgen nicht in der Schule, ja? Okay, bis später. Leute, aber ich bin noch ein bisschen enttäuscht. Auf einmal, nur weil ich gewonnen habe, haben sie sich voll gefreut für mich. Die ganze Zeit haben sie Braxy angejubelt. Und jetzt nur, weil ich der Gewinner bin. Wir könnten doch auch so Freunde sein, egal ob man gewinnt oder verliert. Das ist irgendwie von allen nicht nett gewesen. Auch von mir nicht, dass ich mir das gewünscht habe. Aber ich wollte unbedingt gewinnen. Egal, Leute. Dafür werde ich morgen meinen Freunden im Mathe-Test helfen. Ich weiß, Braxy hat sowieso wieder nicht gelernt. Das heißt, ich werde ihn morgen einfach abschreiben lassen. Dann habe ich wenigstens noch eine gute Tat vollbracht. Ich würde sagen, ich werde jetzt erstmal... Braxy, vergesst den Mathe-Test morgen nicht, okay? Hä? Nein, sag bitte nicht Mathe-Test. Nein, mach dir keine Gedanken. Braxy, ich werde lernen und du kannst dann einfach abschreiben bei mir, okay? Oh, du bist der Beste, Mann. Danke, Lumi. Ich gehe nach Hause, mein Fuß tut noch so weh von eben. Okay. Ja, bis später. Leute, ich werde jetzt erstmal lernen gehen. Und dann werde ich morgen und für Braxy eine gute Note schreiben. Oh Mann, das wird bestimmt spaßig. Wecker klingelt. Es heißt, aufstehen, Leute. Denn, warte mal. Irgendwas war heute. Stimmt, der Mathe-Test. Und natürlich habe ich gestern noch gelernt, weil ich werde Braxy abschreiben lassen. Das nach gestern kann ich so nicht stehen lassen. Wir müssen jetzt was Gutes tun, Leute. Das heißt, ich werde ihn abschreiben lassen. Und dann wird er bestimmt auch eine gute Note schreiben. Das heißt, ich mache mich jetzt auf direktem Weg in die Schule. Oh nein, ich tolper, ich habe meine Bücher vergessen. Natürlich brauchen wir meine Bücher noch, Leute. Oh, meine Bücher, ich... Hä? Oh nein, ich tollpatsch, hab den Schlüssel drin liegen lassen. Nein, jetzt hab ich mich ausgesperrt. Oh nein, bitte, Tür geh auf. Wenn ich jetzt meine Bücher nicht mitnehme, kann ich Braxy auch nicht abschreiben lassen. Nein, nein, nein. Und meine Eltern sind auch nicht zu Hause. Wie soll ich jetzt reinkommen? Oh, nein, 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 die Tür ist abgeschlossen. Warte mal. Ich wünsche mir einfach, dass die Tür auf ist. Wünsch dir, Lumi, dass die Tür auf ist. Ich wünsche mir, dass die Tür auf ist. Beim Fußballspielen hat das ja auch funktioniert. Okay, komm schon, ich versuch's jetzt einfach nochmal. 3, 2, 1. Was? Die Tür ist auf einmal auf, es hat funktioniert. Leute, das ist bestimmt aber nur Zufall. Ich kann mir ja nicht einfach Sachen wünschen. Wer weiß, vielleicht hat irgendein kleines... Ameischen die Tür aufgemacht. Wer weiß, warum auch immer. Jedenfalls werde ich jetzt hier erstmal meine Bücher mitnehmen, denn die brauche ich auf jeden Fall für die Schule. So, okay, jetzt kann es aber losgehen, Leute. Jetzt bin ich bereit für die Mathearbeit. Oh Mann, ich hoffe, ich komme jetzt nicht zu spät, weil ich mich ausgesperrt habe. Ich muss mich jetzt auf jeden Fall beeilen, Leute. Oh, jetzt aber nichts wie rein in die Schule, Leute. Ich hoffe, Braxy? Du bist auch zu spät. Ja, ich wollte doch von dir abschreiben, Lumi. Das hast du mir versprochen, Ich muss doch extra meine Bücher nochmal holen gehen. Ich habe extra gelernt, Braxy. Du kannst natürlich abschreiben von mir. Du bist der Beste, Mann. Danke. Gar kein Problem. Dann lass uns aber jetzt schnell lieber in den Unterricht gehen, bevor wir noch... Herr Schniedel, tut uns leid, dass wir zu spät sind. Wir mussten noch einer Katze über die Straße helfen. Stimmt's, Braxy? Ja, genau, die Katze.
Die Katze hat ganz viele Katzenkinder gehabt, wirklich. Ach so, und Freunde, wenn ihr ein Haustier habt oder auch Katzen liebt, dann lasst doch mal jetzt gerne unter Lumis Video ein Like da. Das wäre wirklich cool. Ja, dann wissen wir, dass ihr auch Haustiere habt. Herr Schniedel, haben Sie eigentlich auch Haustiere? Ich hab Haustiere und weißt du was? Die beste Schülerin heute wird eine Schülerin, denke ich, sein, denn sie war die erste hier. Hanna, hast du sehr gut gemacht. Du bist immer pünktlich da. Ja, Sie müssen jetzt nicht wieder die Mädchen loben. Wie wäre es, wenn wir einfach in den Klassenraum reingehen und anfangen mit der Arbeit? Ja, das machen wir, kleiner Lumi. Aber... Ja. Herr Lehrer, kurze Frage. Wissen Sie, Brexit, Der hat aktuell ein paar Probleme, wissen Sie? Probleme? Also, private Probleme. Und deshalb wäre es, glaube ich, besser, wenn er heute mal neben mir sitzt. Ich bin seine kleine emotionale Stärke, wissen Sie? Ich helfe ihm da ein bisschen durch den Tag immer und versuche ihn ein bisschen zu motivieren, wissen Sie? Das ist ja sehr, sehr hilfreich von dir, kleiner Lumi. Ja. Aber heute kommt das nicht in Frage. Nein. Zurück auf den Platz. Aber Leute, wenn er nicht neben mir sitzen darf, wie soll ich ihn denn dann abschreiben lassen? Ich wünsche mir einfach, dass er neben mir sitzen darf. Lumi? Ja, Herr Lehrer? Ich habe meine Meinung nochmal überdacht. Ich glaube, es wäre toll für die Teamfähigkeit, wenn Brexy vorne sitzt. Brexy, hörst du? Du darfst neben mir sitzen. Wie cool ist das denn? Das ist ja ein Wunder. Aber das ist unfair. Ich möchte auch nach vorne. Sei leise, Hanna. Hanna, sei jetzt leise. Wir schreiben jetzt die Arbeit. Okay. Dann, Herr Lehrer, schreiben Sie gern schon mal die Aufgaben an die Tafel, ja? Ja, natürlich. Okay, pst, Brexy, hier. Hier ist das Buch. Hier stehen alle Lösungen drin. Du brauchst das nur abschreiben, ja? Hörst du es, Brexy? Oh, du bist der Beste, danke. Okay. Hey! Was macht ihr da? Gar nichts. Ich sag das dem Lehrer. Oh nein. Herr Schniedel. Nein. Ja, Hanna? Schnell wünschen. Wir müssen uns wünschen, dass Hanna uns nicht verpetzt. Komm schon. Hanna, was ist los? Jetzt rede. Ich hab's vergessen, verdammt. Okay. Gott sei Dank, Leute. Echt cool. Irgendwie alles, was ich mir wünsche, geht in Erfüllung. Das ist echt merkwürdig, aber auch gleichzeitig cool. Kleiner Lumi. 5 mal 5 war 25. 3 plus 9. Oh, was war 3 plus 9? Leute, ich hab's vergessen, ne? Nein, wie doof, Mann. Ich habe für mich selber keinen Spickzettel geschrieben. Könnt ihr mir vielleicht in die Kommentare schreiben, was 3 plus 9 ist? Ich weiß es irgendwie gerade nicht. Leute, kommt schon, bitte helft mir in den Kommentaren. 3, 2, 1... Richtig, stimmt. 12 war das Ergebnis. Das muss ich direkt aufschreiben. Und jetzt die letzte Aufgabe. Quadratzahl von 933. Oh, das ist jetzt echt schwer. Boah, das wissen echt nur die Profis. Ich werde einfach irgendwas hinkritzeln. Oh, nein, es... Kinder! Brexy, bist du fertig mit Abschreiben? Ja, los. Okay, dann, wir sind fertig. Abgeben jetzt, ne? Schön her damit. Ja. Ja, gut. Brexy, du auch. Ja, und jetzt, Hanna, dein Buch auch nochmal, bitte. Sie haben mein Buch schon, Herr Lehrer. Ach, stimmt, du warst ja die Erste. Na, hast du recht. So, ihr geht jetzt alle raus. Und ich werde jetzt eure Bücher kontrollieren. Und nach der Pause erfahrt ihr, welche Note ihr bekommt. Raus mit euch jetzt, los. Okay. Bis gleich, Herr Lehrer. Brexy, hast du ein gutes Gefühl bei der Arbeit? Ich wusste die letzte Aufgabe nicht. Oh, ich glaube, ich bin sogar zu doof zum Abschreiben, Lumi. Das ist gar nicht gut. Nein, wie du? Ich hatte die Lösungen alle 1:1. Du musst sie doch nur abschreiben. Was ist schiefgelaufen? Ich glaube, ich habe das Buch falsch rum gelesen. Die Zahlen waren komisch. Du hast das Buch nicht wirklich verkehrt rumgehalten. Kommt ihr in den Pausenhof, Jungs? Oh nein, das war's auch noch komplett. Jetzt hat Brexy selbst beim Abschreiben versagt. Also so dusselig muss man erstmal sein, Leute. Lasst uns so lange irgendwas spielen, solange
Herr Lehrer, die arbeiten unkontrolliert. Aber ich habe doch eh eine Einziehung, das wissen wir doch alle. Ja, das werden wir noch sehen. Wir spielen jetzt irgendwas Lustiges, Leute. Ah, du bist Blexi, ja. Kinder, Kinder, hört ihr das klingeln? Wir kommen doch schon, Herr Lehrer, ist in Ordnung. Sehr gut, los hinter mir her, los. Oh Mann, jetzt gibt's die Arbeiten wieder. Oh nein. Aber ich hoffe, dass... Ihr wisst ja, wie das Ganze läuft. Wie immer werde ich sagen, wie viel Einsen und wie viel Nieten wir haben. Und heute ist ein besonderer Tag, denn... Ein besonderer Tag? Braxy, ja. Das hört sich doch gut an, oder? Weiß nicht, fühle mich nicht gut. Ich glaube, ich habe Bauchschmerzen. Nein. Herr Lehrer, sagen Sie uns, warum ist ein guter Tag heute? Kinder, wir haben eine einzige Eins unter euch. Das ist wirklich super. Aber leider haben wir auch zwei Sechsen. Wie? Warten Sie... Eine Eins und zwei Sechsen? Ja, das stimmt. Und ich werde gleich die Arbeiten verteilen. Oh nein, Leute. Ich habe eins. Das weißt du doch noch gar nicht. Ja, Anna, sehr gut. Du darfst dich vielleicht ja wirklich freuen. Wer weiß. Nein. Braxy. Oh Mann, ich wollte doch bei dir abschreiben und eine gute Note haben. Was redet ihr da? Ich hab da nichts gehört. Oh nein, Leute, was machen wir jetzt? Braxy wollte doch eine gute Note. Ich hab ihn extra abschreiben lassen. Warte, ich werde mir jetzt einfach wünschen, dass diese einzige Eins, die es gibt, dass sie Braxy bekommt. Wisst ihr was? Ich nehme die Sechs in Kauf. Hauptsache, Braxy freut sich wieder mal, Leute. Okay, ich wünsche mir jetzt einfach ganz fest, dass Braxy die Eins bekommt. Komm schon, Lumi. So, Kinder, es ist soweit. Aber ich muss euch leider gestehen, ihr wisst ja einig. Normalerweise hatte mal die Hanna eine Eins. Hanna? Warte mal, hat Hanna diesmal etwa keine Eins, Herr Lehrer? Hanna, ich würde dir jetzt die Note geben, ob du willst oder nicht. Das war eine komplette Enttäuschung. Eine Sechs. Eine Sechs? Aber das ist nicht fair. Ich schreibe doch immer Einsen. Keine Widerrede jetzt. Lumi, du bist der Nächste. Bitte, Leute. Wenn ich jetzt Lumi, die Sechs habe, heißt das... Das war nix. Ich habe eine Sechs. Was? Wieso freust du dich über eine Sechs, Lumi? Oh nein, jetzt habe ich die Sechs. Das heißt ja, dass Braxy logischerweise dann die Eins hat, oder nicht, Herr Lehrer? Ja, Braxy hat wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Ein richtiger Musterschüler. Eins mit Sternchen. Oh, ich hab eine Eins. Oh mein Gott. Lumi, das habe ich ganz allein geschafft. Ich bin so klug. Ich habe das Buch falsch rumgehalten und dann habe ich eine Eins geschrieben. Sag das doch nicht laut, Braxy. Oh, Entschuldigung. Dann war das wohl ein Glückstreffer, Braxy. Aber lernt das nächste Mal genauso wie dieses Mal weiter so. Und ihr anderen beiden, lernt besser. Ja, sicher, Herr Lehrer. Leute, das ist komisch. Merkt ihr? Egal, was ich mir wünsche, alles geht in Erfüllung. Braxy hat diesmal wirklich die Eins bekommen. Boah, ich glaube, Braxy freut sich auf jeden Fall. Und Anna, sieht das als Lektion, dass du dich nur gefreut hast, weil ich im Fußball gewonnen habe, ja? Du bist echt eine tolle Freundin. Hey, das ist nicht nett. Oh, jetzt muss ich aber echt nach Hause. Braxy, warte. Können wir zusammen lernen? Lernen? Wieso willst du denn mit mir lernen? Weil du doch die Eins geschrieben hast. Und stimmt. Aber warte mal, die Eins hast du doch wegen mir, Braxy. Nein, ich habe doch das Buch falsch rumgehalten. Die habe ich ganz allein geschafft, weil ich nämlich klug bin. Stimmt's, Hanna? Genau, sonst hättest du ja auch eine Eins, Lumi. Richtig. Aber ich... Jetzt sag nicht... Was habt ihr jetzt vor? Wir gehen lernen. Tschüss. Nein. Wartet doch mal, Braxy, das kannst du nicht ernst meinen. Oh nein, jetzt gehen die einfach. Leute, das gibt's nicht.
Braxy denkt ernsthaft, er hat die gute Noten wegen sich selber bekommen, weil er angeblich das Buch falsch rumgehalten hat. Oh, nur weil ich mir das gewünscht habe. Und Hannah denkt jetzt, dass Braxy schlau ist und jetzt will sie mit ihm lernen gehen. Jetzt ist irgendwie alles nach hinten losgegangen. Auf einmal stehe ich alleine da und habe gar keine Freunde mehr. Mann, das ist doch voll doof jetzt. Jetzt ist Braxy mit ihr nach... Nein, das lasse ich nicht zu. Das ist jetzt zu viel. Hör mal, ich wünschte, ich könnte denen sagen, dass das alles wegen mir ist. Nur wegen meinen Wünschen, weil alles, was ich mir wünsche, geht in Erfüllung. Oh, ich glaube, ich kann das nicht mehr länger, Leute. Das ist jetzt zu viel. Sind die jetzt... Warte mal, was machen die? Du hast recht, Hannah. Yumi ist voll blöd. Ich habe die Arbeit, ohne zu lernen, geschafft und er hat den ganzen Tag gelernt. Genau, Yumi muss echt noch mehr lernen, aber ich lerne jetzt nur noch mit dir. Du kannst noch eine Menge von mir lernen. Leute, was reden die da? Der hat mich gerade ernsthaft ausgelacht. Er sagt, ich habe nicht mal gelernt, obwohl ich extra die ganze Nacht gelernt habe. Und Hannah macht sich auch noch lustig. Mann, das ist so blöd von denen. Ich werde die jetzt einfach heimlich weiter beobachten. Nicht, dass sie noch irgendwas anderes machen. Was geht da vor sich? Du riechst so gut. Ist das etwa Rosenduft? Ja, den habe ich mir extra gekauft. Das ist doch jetzt nicht wahr! Oh, na warte! Ich wünsch mir, dass es es Braxy nie gegeben hätte! Es hat... Nein! Es hat funktioniert! Er ist weg! Hannah ist alleine! Er ist wirklich verschwunden! Nein! Hannah? Was machst du hier? Ich lerne, wir haben doch heute schlechte Note bekommen. Hast du nicht zusammen mit Braxy gelernt, gerade eben noch? Mit wem? Braxy. Ist alles okay, Yumi? Du sagst wieder ganz komische Sachen. Kennst du keinen Braxy? Ich weiß nicht, was du da erzählst, Yumi. Bist du krank? Hast du Fieber? Nein, Hannah, wir hören uns später. Nein, Leute, nein. Das war nicht so gemeint. Das kann nicht sein. Hannah erinnert sich auch an keinen Braxy mehr. Nein. Ich muss schnell zu Braxy seinem Haus. Er wohnt doch da hinten, Leute. Sein gelbes Haus. Bitte, Braxy. Das war doch nicht so gemeint. Oh nein. Komm schon, bitte. Da hinten ist Braxy sein... Nein. Sein Haus... Sein Haus ist schwarz. Das kann nicht sein. Braxy, sein Haus ist immer gelb. Nein. Seht ihr das? Warum ist sein Haus schwarz, Leute? Nein, ich wollte das doch nicht. Ich habe das nicht so gemeint, dass Braxy verschwinden soll. Braxy, bist du zu Hause? Sein Haus muss gelb sein. Das geht nicht. Braxy, hallo. Braxy, mach die Tür auf sofort. Bitte, Braxy, bitte. Hä? Jack Farmer? Das, so heißt Braxy nicht. Oh nein, Leute, bitte sagt, man kann Wünsche rückgängig machen. Das habe ich bisher noch nicht probiert. Ich wünsche mir, dass Braxy wieder da ist. Komm schon, Braxy muss wieder hier sein. Ich wünsche mir das ganz fest. Ich wünsche mir, dass Braxy wieder da ist. Oh nein, es geht nicht. Es funktioniert nicht, Leute. Oh Mann, Leute. Was soll ich nur machen? Ich bin ganz tief in einem Loch und ich habe mir wieder wehgetan. Ich habe nur noch 5 Herzen. Mann, das kann echt nicht sein. Da bin ich wieder. Oh, helf mir sofort hier raus. Komm schon, Braxy, mach jetzt. Es geht nicht, Yumi. Mach jetzt. Oh, bin das Seil fest, Braxy. Ich habe keine Luft mehr hier unten. Mach schon. Oh Mann, Braxy, wurde echt Zeit. Oh Mann, ich hab wieder 2 Herzen verloren. Und hier waren nicht mal Diamanten, das war alles für umsonst. Oh, ich will sofort nach Hause. Ich mag das nicht mehr, Braxy, wirklich nicht. Mann, komm, schnell. Ich glaube, ich habe jemanden im Wald gehört. Beeil dich. Oh, das gibt's nicht. Ich will nach Hause. Oh, Braxy. Ich hab uns verfahren. Hier ist Schleimis Haus, warte mal. Wir müssen, glaube ich, jetzt hier rechts lang. Und wir haben die Straße gefunden. Jetzt müssen wir eigentlich nur der Straße folgen. Dann sollten wir gleich zu Hause sein, Braxy. Okay.
Oh Mann, ich will echt sofort nach Hause. Oh Mann. Rex. Wow! Halt mal an! Was, Yumi, was hast du denn? Denkst du das, was ich denke? Warte. Nein, denke ich nicht, Braxy. Absolut nicht. Du hast ein Motorrad und da ist eine Rampe. Und wenn wir das jetzt machen, sind wir die coolsten in der Schule. Braxy, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich meine, woher wissen wir, ob die Rampe überhaupt sicher ist? Nicht, dass sie irgendwo einen Knacks hat und dann bricht die am Ende zusammen. Wenn die nicht sicher wäre, wäre sie abgesperrt, oder? Ja, du hast recht. Aber du musst das filmen und dann posten wir das auf TikTok, weil ich will das ja nicht umsonst machen. Vielleicht bekommen wir richtig viele Likes. Leute, ihr müsst das liken. Ihr müsst alle sofort das Video liken, weil dann kriegen wir ganz viele Likes und machen ganz viele Follower auf TikTok. Wir werden die bekanntesten Leute in der ganzen Stadt. Oh, okay, Braxy, du steigst aber mit auf. Ich mach das nicht alleine. Ich muss doch aufnehmen. Ich stehe hier. Guck genau hier, damit ich alles für TikTok machen kann. Oh Mann, Leute. So. Ich hoffe, das geht nicht nach hinten los, Braxy. Du musst mir die Daumen drücken, okay? Lumi! 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 Okay. Alle liken und folgen! Ich mach das jetzt, Leute. 3, 2, 1 und ich fahr los. Oh! 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 Nein. Oh, aua. Braxy. Mimi. Oh, du hättest vorher gucken müssen. Hier war ein riesengroßes Loch, du Dummkopf. Woher soll ich das denn wissen? Oh Mann, ich bin richtig doll verletzt, Braxy. Und ich hab wieder zwei Herzen verloren. Ich hab nur noch 3 Stück übrig. Nein. Aua, aua, aua. Ich hol Hilfe. Mach das sofort. Meine Beine. Oh, Leute, das tut so höllisch weh. Aua, ich spüre meine Beine nicht mehr. Lumi. Braxy, bist du... Da bist du ja. Wo warst du so lange? Ich war auf dem Bauernhof hier und da habe ich dieses Teil hier gefunden. Ich glaube, das wird funktionieren. Warte. Was hast du vor, Braxy? Du hast eine Leiter runtergelassen. Oh, du musst mich sofort holen. Komm, Braxy, beeile dich. Komm schon. Warte, mein bester Freund Lumi. Ich bin da. So. Warte, Braxy, stopp, bevor du mich mitnimmst. Kannst du vielleicht schauen, dass du mein Motorrad erst mit hochnimmst? Ich habe das zum Geburtstag bekommen. Das darf hier nicht liegen bleiben. Bitte nimm das mit hoch, Braxy. Oh, du bist so stark. Du bist der Beste. Komm schon, du schaffst das, Braxy. Gut machst du das. Komm schon, Braxy. Du bist der Beste. Mach das schon. Nein. Braxy, du bist der... Oh, du bist der Stärkste. Oh, Leute, das hat Braxy echt gut gemacht. Braxy, aber jetzt musst du mich auch noch holen. Komm schon. Warte, die Leiter. Aua, das hat weh getan. Du Dusel, jetzt hast du auch Herzen verloren. Aua, Braxy, aber du darfst mich jetzt beim Hochtragen nicht fallen lassen. Ich habe nur noch 3 Herzen, wenn die weg sind. Ich pass auf dich auf. Dann war's das. Komm schon, Braxy, du musst mich hochtragen. Komm mit. Halt dich fest. Ja. Und gleich noch ein Stück. Und. Das war echt anstrengend, Braxy. Braxy, ich kann das nicht mehr. Ich habe nur noch 3 Herzen. Aber ich fahr dich nach Hause, okay? Ich fahr dich diesmal nach Hause, dann kann dir nichts passieren. Ja, okay. Steh auf. Kannst du mir hochhelfen vielleicht? Mhm. Dankeschön. Okay, meinst du, das Motorrad fährt noch? Warte. Ich glaube, wir müssen die Zündkerze wechseln, Braxy. Hast du noch eine dabei? Hier. Dankeschön. Und zack. Boah, du machst das so cool. Okay, warte, lass schauen, ob es anspringt. Und es funktioniert. Steig auf, Braxy. Komm Soll schon. Soll ich nicht fahren? Nein, du lässt mich fahren. Okay. Aber jetzt geht's wirklich nach Hause, Braxy, okay? Das war echt ein langer, anstrengender Tag. Ich muss mich jetzt wirklich ausruhen.
Mann, Leute, Brax ist so ein Dussel. Ich habe so viel Herzen heute verloren. Wenn die weg sind, dann war's das mit mir. Okay. Oh. Lumi. Brexy, nein, was ist jetzt schon wieder los? Dann, es gibt doch noch einen Autohändler. Ja, was willst du von einem Autohändler? Ich meine, wir haben doch alles, Brexy. Komm, lass jetzt weiterfahren. Aber wir können uns doch die neuen Autos einfach mal anschauen. Nur gucken, wir machen auch nichts. Wie du meinst. Mann, Brex, wir wollten gerade wirklich nach Hause. Das muss wirklich jetzt nicht sein. Wir machen wirklich nichts, wir gucken nur. Ja, okay. Oh Leute, wir sind jetzt hier am Autohaus. Brexy will sich anscheinend neue Autos anschauen. Ich weiß gar nicht, woher er das Geld dafür hat. Aber naja. Aber Brexy, wirklich nur gucken, versprochen? Ja klar, wir können ja hier uns nichts leisten, Lumi. Hallo Verkäufer, wir, Oh, was macht ihr hier? Brexy, was machen wir hier? Wir gucken nur. Okay, aber nichts anfassen, ja? Nein, wir fassen nichts an. Ja, also, Brexy, wie du siehst, die haben hier einen Truck, Smart, einen Bus, Motorrad, hier ein Auto. Hat echt Spaß gemacht. Die Farbe gelb. Guck dir das an. Steht mir das Auto? Guck, bitte, ja, guck. Du sollst nichts anfassen. Mach dich runter da. Mach ein Foto. Oh. Bist du wa... Kommt da sofort raus. Brexy, mach dich sofort weg da. Ich glaube, es ist doch jetzt an der Zeit, für uns zu gehen. Danke für die Besichtigung, Herr Käufer. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Okay, Brexy, jetzt wirklich nach Hause. Du musst dich ja schämen dafür, dass du da einfach reingegangen bist, du Dussel. Lass uns nach Hause, komm schon. Oh, Lumi, ich wollte das gelbe Auto haben. Ja, aber du kannst dir das gar nicht leisten, Brexy. Wir können es uns doch nur ausleihen. Ich meine, nein, Brexy, ich kenne dein Ausleihen. Dein Ausleihen heißt Clown. Ja. Brexy, wenn das jemand mitbekommt, das geht auf deine Kappe, ja? Ja. Okay, wenn das jemand mitbekommt, geht's auf meine Kappe. Wenn es niemand mitbekommt, geht's auf deine Kappe. Macht das Sinn? Egal, Leute. Ich mag Brexy doch, Leute. Schreibt bitte in die Kommentare, ob ihr Brexy auch helfen würdet. Ich meine, er ist mein Freund. Ich kann ihn nicht alleine lassen, Leute. Ja, okay, Brexy. Aber wie würdest du das anstellen? Ich meine, der Verkäufer ist doch da drin. Hier vorne hinten rein. Ja, was ist, wenn die Polizei kommt? Oh, das ist so eine dumme Idee. Es gibt keine Polizei. Oh, nicht mal reden kannst du. Ja, dann müssen wir von hinten rein. Oh, gibt es überhaupt einen Hintereingang? Nein, aber wir machen uns einen. Helf mir hier drüber, komm schon. Mach Räuberleiter. Und los. Warte, ich helf dir rüber, komm. Zack. Brexy, wir hätten noch... Mann, du hättest doch was sagen können, du Tollpatsch. Psst, nicht so laut, vielleicht ist er hier hinten. Ich komm doch schon. Brexy, hier ist kein Eingang. Siehst du, wir müssen gehen. Perfekt, war doch schön. Hä? Bist du wahnsinnig? Du kannst doch nicht die Fenster schalten. Oh mein Gott, Brexy, ich schwöre, dafür hasse ich dich. Psst, nicht so laut. Ja, ich mache doch schon. Oh Mann, wenn das in die Hose geht. Brexy, ich habe nur noch 3 Herzen, Mann. Guck, er ist nicht da. Er ist nicht da. Nö. Siehst du? Ja. Bist du das jetzt wirklich klauen? Bist du dir sicher? Ja, bitte, Lumi. Das ist mein Traumauto. Ja, hast du eine Spitzhacke dabei? Wir müssen hier das Tor aufbrechen, ne? Lumi, natürlich bin ich schon vorbereitet. Ja, wie sonst auch. Als hättest du das schon geplant. Ja, dann mach auf jetzt. Beeile dich. Komm schon. Okay, dann... Brexy, du fährst. Los geht's, komm. Nichts wie rein da. Oh, Brexy, der Alarm ist angegangen. Brexy, die Polizei. Die Polizei ist gekommen. Oh nein. Vollidiot. Fahr. Oh, wie fährst du denn? Brexy, oh mein Gott. Renn los. Oh, die Polizei ist da. Oh Mann, das ging voll in die Hose. Brexy, renn um dein Leben. Oh Mann, tut mir leid, das war Lumi. Lumi wollte es.
Hä? Warum schiebst du das jetzt auf mich? Braxy, die komplette Polizei ist hinter uns her. Was machst du da? Oh Mann, Leute, das ist alles Braxys Schuld. Wegen dem dummen Auto haben wir jetzt die Polizei am Hals. Oh Mann, Braxy, schnell, versteck dich, komm hier rein, schnell, schnell, schnell. Oh, oh, komm schon, Braxy. Oh, wir müssen hier sofort rein, bei dich. Oh, oh, komm schon. Nicht so laut, nicht so laut. Mann, ich schwör, Braxy. Dafür hasse. Braxy! Was denn? Einer von den Polizisten hat mich mit seinem Schwert getroffen. Ich hab nur noch ein einziges Herz übrig. Oh nein, und wenn du das verlierst, bist du tot für immer. Nein, nicht weinen, Lumi. Ich pass auf dich auf. Und auf dein letztes Herz. Braxy, ich habe alle Herzen wegen dir verloren. Du wolltest, dass ich die ganzen Sachen mache. Doch nicht wegen mir. Hör auf so zu lügen. Leute, was soll ich nur machen? Ihr müsst mir alle helfen, dass ich wieder Herzen bekomme. Könnt ihr bitte jetzt alle ein Like und ein Abo dalassen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt? Dann könnte ich vielleicht wieder eure Herzen bekommen. Und dann hätte ich wieder länger zu leben. Das wäre richtig nett von euch. Oh. Braxy, ich gehe jetzt nach Hause. Ich kann das nicht mehr. Nein! Nein, Braxy, das war wirklich zu viel. Wir sehen uns morgen in der Schule. Mach's gut, Braxy. Oh. Ich habe eine Idee als Entschuldigung. Ne? Was hast du denn jetzt schon wieder vor, Braxy? Ich habe Tickets für das Riesenrad und ich weiß doch, du magst es. Und wir haben einen Rummel hier. Ja, okay, Braxy, wohin müssen wir? Da lang. Ja, aber sicher, dass uns die Polizei jetzt nicht mehr sucht, Braxy? Wir haben eben erst ein Auto geklaut. Ach, es ist schon dunkel, die sind schon zu Hause, die sind doof. Wie du meinst. Ja, dann lass uns auf den Weg machen, komm schon, du Dussel. Braxy, wie lange brauchen wir noch? Wir sind schon so lange unterwegs. Ich sehe hier nirgendwo ein Riesenrad. Doch, hier drüben, tada. Da ist ein Riesenrad. Ich sehe hier kein Riesenrad. Seht ihr eins? Braxy, wo ist denn ein Riesenrad hier? Ich sehe kein... Hier. Du Dussel, das ist ein Windrad. Bist du auf den Kopf gefallen? Hab ich doch gesagt, ein Riesenwindrad. Braxy, ehrlich, ich gehe nach Hause. Das ist mir wirklich viel zu doof, Mann. Also, ein Windrad hätte ich mir auch selber raussuchen können, wirklich. Lass uns raufklettern. Bist du wahnsinnig? Weißt du, wie riesig dieses Windrad ist? Ah, Braxy, guck mal, was für ein Lärm das Windrad schon macht. Braxy, du willst ja doch nicht wirklich hochklettern. Bist du wahnsinnig? Ich meine, Braxy, ich habe nur noch ein Herz. Das ist dir bewusst, oder? Stimmt, dann kletterst nur du rauf. Hä, aber das macht doch gar keinen Sinn, wenn ich nur noch ein Herz hab. Hä? Okay, nenn mir einen Grund, warum ich da hochklettern sollte. Weil dort oben gibt es eine Schatzkiste, hab ich gehört. Eine was? Eine Schatzkiste vom Piraten dieser Insel, der sie dorthin gebracht hat. Das hat mir mein Papa erzählt, als er mir eine Schlafgeschichte erzählt hat. Okay. Ich wollte schon immer einen Schatz haben. Ja, wie wollen wir da hochkommen, Braxy? Das ist eine sehr gute Frage. Wir müssen klettern. Hast du noch irgendwie ein Seil dabei oder irgendwas? Was ist das denn schon wieder? Braxy, ich komme ja nicht mal hier auf das Rote hoch. Wie soll ich denn da hochkommen? Ich werf das jetzt hoch. Hast du da etwa ein Seil hochgeworfen, Braxy? Ich bin ziemlich stark, oder? Aber ich komme hier trotzdem nicht hoch. Wir müssen eine Räuberleiter machen. Okay, komm. Und zack. Braxy, aber versprichst du mir, dass da nichts passiert? Du kannst doch klettern, Lumi. Das passiert doch nichts, solange du dich festhältst. Ich habe nur noch ein Herz, das ist dir bewusst, okay? Und zack, okay. Braxy, ich kletter jetzt hoch, okay? Ich drück dir die Daumen, finde den Schatz. Leute, ich hoffe, da oben ist wirklich ein Schatz. Ich meine, ich bin so weit oben und ich habe doch nur noch ein einziges Herz. Okay, Braxy, ich bin jetzt ganz oben. Okay, Lumi, ich bin hier unten. Okay, Leute.
Oh, ich habe richtig Höhenangst, wenn ich hier runter gucke. Ich meine, ich habe doch nur noch ein Herz. Oh, okay, ich bin jetzt echt gespannt, wo der Schatz ist. Hier dreht sich das Windrad, aber hier ist doch gar kein Schatz. Aber hier ist doch gar kein... Oh, ah, das Windrad hat... Oh. Mein allerbester Freund Lumi. Es war nicht so gemeint. Ich hätte drauf gehen müssen, nicht du. Du warst die blaue Sonne in meinem Leben. Du warst einfach ein sehr guter Freund und jetzt habe ich niemanden mehr. Ich würde alles dafür tun, dass du wieder zurückkommst, sogar meine Herzchen abgeben. Mann, bitte, Lumi, komm zurück. Aber Leute, was Lumi jetzt sagen würde, das wäre, lasst alle ein Like da, wenn ihr Lumi auch zurückhaben wollt. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, dass wenn er wieder da ist, ihr sofort eine Benachrichtigung bekommt. Und checkt seine Freunde ab unten in der Videobeschreibung. Danke, Lumi wäre stolz auf euch, glaubt mir.